Ich hab's geschafft, Elena. Ja, ja, klar. Ja, Elena, ich komme ja schon. Was war hier? Oh, ein juwelenbesetzte Goldbrosche. Ja, das interessiert einen natürlich direkt. Geh mal weg! Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Hoffen wir es, hoffen wir es. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Ha, danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich habe ihn quasi geerbt. Sic parvis magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte, mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Alles klar. Zumindest wissen wir jetzt, wie Eldorado aussieht. Ich sehe ihn! Nein! Oh. Du! Das tat bestimmt weh. Genau zwischen die Augen, Bulle! Komm raus, Anjing! Da ist er! Da ist er! Da! 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 Du bist schon tot! Schön, Elena, dass du mir einfach alles versperrst. Durch die Beine getunnelt. Du bist tot. Nee, ich hätte doch gerne die Uzi. Du.
Oh, eine silberne Gürtelschnalle. Was die Spanier halt hier übrig gelassen haben. Ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleibe ich nicht hier und du kommst gleich wieder und holst mich ab? Okay. Was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Vertrauen wir dir mal, Madame. Darauf war ich gar nicht gefasst, Jungs. Ach, um Himmels Willen. Mir ist das sowas von egal. Oh. Ja, ich bin gesprungen, aber er hat es nicht realisiert oder keine Ahnung. Hey! Da ist er! Das ist doch ein schlechter Scherz. Da ist er! Ich bin einfach... Ey, manchmal ist einfach die Konzentration weg. Ich meine, wir haben schon abends. Gleicher Tag noch. Als es rauskommt. Verdammt. Oh nein. Na toll. Komm schon, mach auf. Wer ist das denn? Der gehört nicht zu Eddie. Gefangen. Heißt das Kapitel? Ach, um Himmels Willen. Verdammt. Was macht denn Drake da noch?
Ja. Da hat man einfach eine Granate nach mir geschmissen. So. Das tat bestimmt weh. Meine Güte, wie viel sind denn das hier noch? Hab ich ihn getroffen? Sehr gut. Da ist er. Wer sagt das? Pisse, Alter. Jetzt kannst du mit mir aufnehmen. Da ist er. Na toll. Oh. Stirb, Junge.